Das Reich der Dunkelheit, Freunde, das ist definitiv eine Geduldsprobe für die eigene Psyche. Junge, Junge. Willkommen zurück hier mit Aqua bei Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep. Und ja. Überall irgendwelche herzlosen Varianten, ist aber nur zum Kotzen tatsächlich. Wer das überhaupt aushält, ist mir gerade schleierhaft. Wenn ich längst mal sag, du, nee, danke, das war's soweit. Okay. Dann war eine unfreiwillige Abkürzung genommen, ganz schlecht. Junge, wie viel noch von denen? Aufgabe erfüllt, besiege die Wasserkerne. Ja, die Typen haben platt gemacht. Wie sonst was? Hä? Wie soll ich jetzt hochkommen oder was? Ne, hier. Das wird schwierig. Weil ist ja auch nicht in der Dunkelheit, ne? Ist ein Schattenborn oder wie die Viecher heißen. Da bin ich wieder! Jetzt sind wir schon weiter, wa? Okay. Der ist ein Teil ein bisschen schwierig zu entdecken. Ein paar Monster, wa? Oh, dann Beyblade-Meister. Let it rip! Ups. Falsche Richtung. So. Bereit, hä? Ah. Ja, Aqua ist definitiv bereit. So, hier das Rotes. Ein Strauß Blumen für die Feen. So, das war das. Toll. Nein, Aqua, ganz kurz gucken, ob wir noch eine Ente einsetzen können. Sie wollte gerade nicht die Magic machen. Du, du, du. Der Dornwald scheint bisher die größte der Kapitel zu sein, oder? In der Map generell. Ein Hinweis, dass wir irgendwie auf den spannenden Teil der ganzen Story hinkommen. Also zumindest endlich mal ein paar freundliche Gesichter sehen, ne? Mickey wäre ganz cool, aber weiß ja nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist seit Birth by Sleep. Sieht einladend aus hier. Aber ein Herzlos, ne? Sind schon bereits die stärkere Variante. Nicht nur die kleinen. Gut, ist natürlich noch kein Ensign, ne?
Junge. Ah, muss ja auch sein. Gut, wenn wir eine Karte sehen können, wo noch Gegner sind. Bei Ding, bei Birth by Sleep ging. Birth by Sleep. Doch, der Opfer hat auch, aber bei Dream of Distance ging das. Hä? Kommen wir da hin? Haben wir vorhin gar nicht gesehen. Der andere Durchgang hätte ich nehmen können, oder? Ah ja, okay. Weil da entlang bin ich gegangen. Okay. Oh, einfach essen. Kein Problem. Aber wo kommt ihr plötzlich her? Die Magic Man ist super. Doch. Die Magie habe ich noch. Also schon wieder, Mensch. Haben wir jetzt eigentlich Level 56, oder? Soll eigentlich noch Level 60 reichen, ne? Angeblich. Oh, schon wieder. Nehmen wir nur noch zwei davon, ne? Okay. Nur für die eine Aufgabe sollen wir nur Stufe 60 reichen. Da frage ich mich schon, wenn das möglich sein soll. So, sprich, haben wir noch so viel hier zu tun? Bisschen brutal ist Aqua schon. Zuweilen. Ach, die schon wieder. Weble Dinger. Warte mal. Lass doch mal kommen. Na toll. Ah Mist, das wäre schwach genug gewesen. Jetzt haben wir den Rückweg wieder. Ja, ist doch irgendwie die eine Aufgabe, die ich da habe, dass ich irgendwie 5 Herzlose mit meinem Konterknall besiegen soll. Also, dann weit nach oben. Oh. Sieht langsam ein bisschen heiß aus, wa? Komm langsam heißen Teil hier zum Weiterfahren. Ach du Scheiße. Gottes Willen muss das sein. NPC unten. Warte mal ganz kurz. Oh, die arme Aqua, was ist denn da vorne wieder los, ey? Gerade oben. Achso, was Neues, ne? Figaro, Mini-Ohren. Mhm. Dieser Schulterschutz von den hier. Rücken. Strahlendes Ornament. Nee, der passt nicht. Muster. Ja, Micha, komm. Farbe generell, ne? Farbverlauf. Oh. Ganz speziell. Wenn wir jetzt das nehmen und dann nehmen wir mal ein bisschen blau. Ich sogar eher auf schwarz. So grau in dem Fall, wa? Das könnte man zwar machen, das passt, das muss nicht mehr so sehr. Aber das wieder. Ja, ich finde das geht. Kann man so machen, okay.
Ich habe zwar noch Probleme mit der Magie, aber scheiß drauf. Obwohl. Gegen die all die angetreten Moves hätte ich trotzdem gerne ein bisschen Magie. Alter, was ist da los? Vier Schattenborns, ne? Was weiß noch die Viecher? Die eigentlich ja auch drin, dass ich diese Dinger platt machen muss, glaube ich nicht, ne? Geschichte, ja, Geschichte dann halt, ne? Schattenwelt, der Palast der Träume, Zwergenwald. Dronnenwald. Na komm, muss reichen. Besiege den Schatten da mit der Dunkelkugel. Ja, die haben doch alle die. Sehr nerviger Kampf, Freunde. Komm doch runter da! So jetzt aber! Zwei werden runter! Laserstrahl, ernsthaft jetzt? Huh. Das war nicht schlecht, Alter. Aber dann geht er gar nicht. Da! Und schon wieder. Mann, ich kann doch irgendwie ablocken. Ich kann sagen, ja noch Tränke für den Notfall. So. Habe ich einmal einen High Potion genommen.
Freund oder Phantom? Oder war es bereits die nächste Story-Trophäe, ne? Ach du Scheiße. Puh. Dann rufen wir es mal, wir haben es steiniger Weg, ja, da kann man durchaus sagen. Wir haben es irgendwie verdient, mal ein Gespräch zu haben mit den beiden. Tara, Van. Aqua. You're. Tara, you spoke? Can you see me? Of course. I see Ven too. Ven? He's here? Tara, what's wrong? Don't you see him? Where are we? A world that darkness has consumed. Its enchanted dominion. Consumed? The worlds fell? What's gotten into you? How do I know that you're Tara? And not the weakness that's in my heart, playing more tricks. Then, please say something. Aqua, listen. I promise this is me, but I'm not myself. What do you mean? You're using the name Tara. That means you're seeing me the way that you remember me. But your heart is just painting the picture that it so wants to see. The real me is lost in shadow. Then you're here, trapped in the realm of darkness. No. My heart has ties to the dark. That must be why we can talk. But I can't see anything, Aqua. If you say Ven is there, then he's like me. An illusion created by your heart. I understand. Then you and Ven are safe in the outside world? I think. That's good. But how did you find me? I looked here and heard you in the darkness. Right, but why does your heart have ties to the darkness now? What did you mean, lost in shadow? Forget about me. Aqua, Xehanort is trying to locate Ven. He'll never find him. I hid Ven well. I think the reason he's not talking to me here is because he's still there sleeping. No, I can't control. This place. Is it the Chamber of Waking? Yes. Who are you? Really? You don't know? My name. Aqua, get back! Tara! I messed up. Xehanort is part of me. Now he's using me. So you'll tell him where you hid Ven. Silence! I won't give in. Aqua! You have to... Oh. Still you struggle! Tara! Aqua! Now you can be one with the darkness! Then... Now I can be one with darkness. Aqua, are you okay? Mickey, how did it? Tara, Ven! No
Mickey ist zurück! Nein, endlich! Was sagt sogar mit Mickey in den Dämonenturm? Ey, Alter! Die ganze Sache mit Wen und Terra. Ich meine, gut, dass Wen ja noch am Schlafen ist, wenn ja, ganz mal, die körperliche Projektion der beiden, ne? Wenn das eine Forschungskraft von Aqua ist, dann macht Sinn, dass Wen natürlich am Schlafen ist, weil momentan hat er kein richtiges Bewusstsein, ne? Er schläft dann, dann kann man es erwachen und sein Herz ist ja eigentlich in Soa drin, um sich zu erholen. Was mit Terra ist natürlich auch so eins mal geil gelöst. Ich meine, wir haben sie immer ein bisschen gefragt mit Terra Seanor, ne? Oder Terranor, wie man ihn auch gerne nennt. Wie funktioniert das eigentlich so im Detail, ne? Weil, naja, es ist ja schon ein bisschen speziell, dass er dann Kingdom Hearts 1 und 2 nicht so richtig aufgetaucht ist, ne? Genauso wie Meister Seanor selbst. Ich meine, klar, das mit den Herzlosen, also im Sinne von Ensem oder auch Semnes, dem Niemand, von Terranor, wenn man so will, das macht ja grundsätzlich irgendwie schon Sinn. Nur kannst du dich dann gleich so, genauso gut fragen, okay, warum war Semnes dann nicht bei Kingdom Hearts 1 und warum, ja, kann überhaupt, also warum sind zum Beispiel jetzt die beiden jetzt hier, ne? Also es sind so ein paar Dinge vom Zeitpunkt her, um zu fragen, Terranor, dem Terra Seanor, Ensem, Semnes, die Zeitpunkte, wo sie voneinander getrennt sind, nachdem sie eins wurden, also durch die reine so Dream Lord Distance, sind wir doch wieder getrennt voneinander, Sinn agieren können, obwohl wir Terranor bei Dream Lord Distance nicht gesehen haben. Ist halt so eine Sache. Andererseits ist natürlich auch cool, dass Terra eben noch versucht, gegen ihn anzukämpfen. Ich glaube, in so einer ähnlichen Form wie hier, werden wir dann hoffentlich auch bei Kingdom Hearts 3 antreffen und endlich wieder unseren Körper vereinen können und vor allem Seanor daraus vertreiben können. Dieser wird es mehr das nächste Mal zurück bei Dream Drop. Ich wollte gerade Dream Drop diesen. Nein, Quatsch. Bei Kingdom Hearts 0.2, Birth by Sleep, Fragmentary Passage. Dann mit Mickey im Team, das wird geil. Ich hoffe, dass wir noch nicht am Ende sind, aber wie gesagt, wir haben gerade unseren Trophäe erhalten. Das war eine Story-Trophäe und es gibt nicht so viel im Spiel. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass vielleicht schon nächste Folge oder übernächste Folge ein Schluss sein könnte. Oh Mann, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.